willkommen zur Patenauslosung. Ja, also es haben sich drei angemeldet. Die Lilly Hashtag-Lauf, die SJS 2005 und die Horse-Lauf. Ich werde halt, jedes Pferd hat zwei, also hat drei bis einen Paten. Also es geht auch natürlich zwei. Und ja, also der erste Pate bekommt einen Videowunsch. Der zweite Pate bekommt eine Kanalwerbung und der dritte, falls es einen dritten gibt, also kommt drauf an, ob das Pferd darf dann halt entscheiden, ob das Pferd Schulpferd ist oder Privatpferd und wie alt es ist. Ja, ich fange auch gleich an bei der Angel. Ja, also ich werde einfach so, nicht der Reihe nach, sondern einfach so. Ja, und jetzt ziehe ich erstmal mit Augen zu natürlich. Und der erste Pate von der lieben Angel, also der Isländer Stute, ist Horse Love. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Videowunsch frei bis jetzt eins. Und der zweite ist, sie hat auch noch zwei Paten, Lilly Hashtag Love, du bekommst eine Kanalwerbung, hatte ich auch eh vor dir eine Kanalwerbung zu machen. Ja, sorry an SJS 2005, aber du hast sie auch. Sie ist meine Freundin aus der Schule. So, jetzt mache ich auch gleich weiter bei der Fontaine. Ja, und dann fange ich mal an, das zu machen. So, der erste Pate von der lieben Fontaine, der Knappschuh. Fontaine Lady war nicht, der Knappschuh-Verstute ist. Lilly Hashtag Love. Herzlichen Glückwunsch. Viel Glückwunsch. Perfekt. Du hast einen Videowunsch frei, im Sinne von FMA oder Morgenroutine oder Reitschule oder was auch immer. Und der zweite Pate von ihr ist... Ich nehme mal den Titel. SJS 2005. Du bekommst eine Kanalwerbung. So, jetzt... Mal für die Hannoveraner Stute und zwar die Mary Poppins. Der erste Pate ist, sie bekommt übrigens nur einen Paten. Tut mir leid, aber das mache ich halt so. Gehe ich hier. Das da. Der Pate ist SJS 2005. Und du hast einen Videowunsch frei. Hat jeder von euch einen Videowunsch frei? Oh nein. Gut, jetzt mache ich weiter bei DJ, dem TNK. Er hat auch drei Paten. So, und der erste davon ist... Horse Love. So, der zweite... Ah, hey. Ist SJS 2005. Das heißt, du bekommst noch eine Kanalwerbung? Nein, eigentlich nicht, oder? Hast du schon eine? Ja, hast du. Ich mache eigentlich mal. Ja. So, und bestimmen kann, ob er ein Privatpferd ist oder ein Schulpferd und wie alt er ist, kann Lilly Hashtag Love. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde das eigentlich auch ganz toll. So, jetzt mache ich weiter mit der lieben Flora. Meine Lieblingspferde bei allen Schleichpferden, da ich Schwarzwälder liebe. So, sie bekommt nur zwei Paten. Ja, und schauen wir mal an. Und zwar Lilly Hashtag Love. Du hast schon. Auf jeden Fall bist du der erste Pate von ihr. Ja, perfekt. Ja, also ich zähle nochmal auf, wie oft ihr eure Videowünsche sagen könnt. Also Maps und FS und LS würde ich jetzt sehr, sehr gerne machen. Also das kommt heraus. So, und der zweite Pate ist... SJS 2005. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Part von der lieben Flora. Die
Patin eigentlich. So, jetzt kommen wir zum Tanz der Walker-Hengst. Und zwar dem Bonsai. Der hat drei Paten, da er auch ein Schulpferd ist. Aber ihr könnt es auch ändern. Ja, und dann fange ich jetzt mal an. So. SJS 2005, du hast noch einen Videowunsch. Also du bist der erste Pate, jetzt der zweite. Ja. Ist... Lilly, Hashtag Love. Und der dritte ist dann logischerweise Horse Love. Du kannst entscheiden, wie alt er ist und ob er noch ein Schulpferd ist oder ein Privatpferd. Ja, und dann machen wir schon weiter. Wir sind doch schon bald fertig. Mit dem süßen kleinen Fohlen. Das ist der Daydreamer. Das ist das Hanna-Rana-Fohlen. Und der hat nur einen Paten, deshalb, ja. Perfekt. Nein, ich mach jetzt nicht das da. So. Hey. Habe ich schon gedacht. Als ich das S gesehen habe, wusste ich schon. SJS 2005. So, jetzt kommen wir zu der neuen Lipizzaner-Stufe. Die hat zwei oder drei Paten, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht zwei, vielleicht drei. Also ich entscheide mich jetzt kurz und bin gleich wieder da. Und zwar habe ich mich entschieden, dass sie zwei... Nein, eigentlich drei. Aber halt... ja, halt drei. Doch drei, aber hier möchte ich sehr gerne, dass sie im Privatpferd bleibt. Also deshalb eigentlich zweieinhalb. Also, man kann schon bestimmen, wie alt sie ist, aber halt, sie bleibt im Privatpferd. Das möchte ich unbedingt machen. So. Der erste Pate ist... Herzlichen Glückwunsch an Lilly, Hashtag Love. Du bist der erste Pate von der lieben Brittany. Eigentlich ist sie nicht lieb. Und der zweite Pate ist... Was hat die heute für ein Glück? Ganz ehrlich. SJS 2005. Also nichts gegen sie. Obwohl ich sie kenne. Gut. Und der dritte Pate ist... Horse Love. So, jetzt kommen wir zu meinem neuesten Repaint. Als ich ihn euch gezeigt habe, war er... Ein Rappe. Schimmel. Sorry. Und er war mal ein Rappe. Also jetzt ist er ein Schwarzseiler geworden, wie ihr schon sehen könnt. Ich zeige ihn euch noch schnell. So ist er geworden. Ich finde ihn eigentlich ganz gelungen. Er hat auch Real Eyes, aber man sieht das nicht, da diese Kamera so schlimm ist. Doch, so ein bisschen. Nein, sieht man nicht. Auf jeden Fall hat er Real Eyes. Und hier... So, er hat zwei Paten, wie schon gesagt, und ja, ich lose die jetzt erstmal aus. Der erste Pate ist... Lilly, Hashtag Love. Oha, wie viele Paten. Die ist voll oft heute. Okay. So, und der zweite... ist... Baby. Ich hab langsam... Really? Ich die Schnauze voll von der. Also ich kenne sie nämlich deshalb. Nein. Nein. Okay, aber ich hab's gezogen, also... SJS 2005. Obwohl sie keine Videos macht. Mal anfangen, weil... So, also SJS 2005 ist die zweite Patin und die dritte Patin ist Horse Love. Tut mir mega leid, dass du fast immer dritte Patin geworden bist. Aber du hast auch was Gutes. Und zwar kannst du auch immer wählen, wie alt das Pferd ist und ob es Schulpferd oder Privatpferd ist. Außer Whitney. Ja, und jetzt zeige ich euch noch schnell nochmal, von wem ihr alles Pate seid und wie oft ihr ja, wählen dürft. Also, halt. So. Hier von ihr ist SJS 2005 Patin. Du kannst dir eins... Also, ich zähle es dann später nochmal zusammen. Du kannst dir auf jeden Fall etwas wünschen von einem Video. Zum Beispiel, keine Ahnung,
FMA oder halt sowas. Von hier ist SJS 2005 oder die Hashtag Love-Patin von der Fontaine Lady. Hier sind also drei Patinnen. Hier Lily Hashtag Love von SJS 2005. Hier Horse Love und Lily Hashtag Love. Hier alle drei. Hier SJS 2005. Hier auch alle drei. Und hier auch alle drei. Ja, also schreibt mir einfach in die Kommentare bitte, ob ihr halt, was für ein Video ihr habt. Ja, das war's auch schon.